So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Star Wars The Old Republic. So, nachdem wir unsere Meisterin erneut vor ihrem dunklen Schicksal bewahrt haben, werden wir mal schauen, was wir mit den Informationen, die wir in der letzten Folge erhalten konnten, anfangen können. Und werden erstmal wieder zum Rat der Jedi zurückkehren. So, hier müssen wir auf jeden Fall erstmal nach oben. So, nachdem wir ja alle Betroffenen, die dies gerettet haben, durften wir bald das Aufeinandertreffen erleben, ne? Zwischen Lord Vivica und unserer Person. Das Ritual war ein Erfolg. Lord Vivica ist im unbekannten Raum, aber er weiß, dass ich komme. Jetzt kann nur noch euer Schutzritual ihn aufhalten. Ihr habt große Tapferkeit bewiesen und eure Meisterin trotz der Lage gerettet. Aber Lord Vivica wird seine Vorbereitungen getroffen haben. Und er besitzt immer noch seine stärkste Waffe. Die Seuche. Die hoffentlich nicht gegen uns versucht einzusetzen. Nun, da ich weiß, wer er wirklich ist, könnte ich Vivica zurück ins Licht führen. Ein nobler Gedanke. Aber nehmt keine unnötigen Risiken auf euch. Euer Schutzritual ist unsere einzige Hoffnung. Begebt euch schnell zu diesen Koordinaten, bevor Vivica zurückschlägt. Und Jedi, möge die Macht mit euch sein. Immer hat er vergessen. Möge die Macht mit euch sein. Immer. So. Tja, ist aber auch so ein bisschen kurios. So, wir könnten rein theoretisch ein bisschen tricksen und könnten direkt zu unserem Schiff Dingskirchen, ne, reisen. Na, was machen wir nämlich mal? Geht ein bisschen schneller. Sparen wir uns noch mal ein bisschen hin und her gelaufen. Muss man aber staunen, dass der Rat der Jedi direkt beschlossen hat, Lord Vivica aufzugeben. Ne? Wenn die Möglichkeit besteht, ihn zurück ins Licht zu führen, hätte man eigentlich denken müssen, dass der Rat da dankbar für wäre. Ne? So, dann wollen wir mal. Dann wollen wir mal in den wilden Raum reisen. Wie wir sehen, ein Kriegsschiff der Sith, ne? Auf das wir zubewegen. So, sehen wir es denn schon irgendwo? Ah ja, da ist es nämlich. Sieht nach wie vor eindrucksvoll aus, ne? Wie gesagt, rein vom Design her muss ich immer gestehen, dass ich die imperialen Bauweisen der Kampfschiffe immer besser oder stylischer finde als die der Republik oder später der Rebellion. Hat aber auch ein bisschen tatsächlich wahrscheinlich damit zu tun, dass ich von tiefstem Herzen aus Imperialer bin. So, dann schauen wir mal. Sind wir doch mal gespannt, ob wir mal zu einem Abschluss kommen und die Ursache der Seuche bei der Wurzel packen können. So, dann wollen wir mal. Auf jeden Fall sind hier jede Menge merkwürdig abtrünniger Wachposten. Jetzt ist Schluss damit. Auch ein bisschen kurios, ne? Ein Schlachtschiff der Sith, aber an Bord sind republikanische Einheiten. Ein wenig kurios. Ein wenig kurios. So, wir müssen tatsächlich mal gucken. Tja, von da sind wir gekommen. Wir müssen also irgendwie hier durch. Die Frage ist, wie kommen wir hier durch? Ach so, okay. Manchmal erledigt sich von selbst die Frage.
Ich dachte, ihr seid nicht töricht genug, um hier an Bord zu kommen, Jedi. Aber ich kann eure Anwesenheit spüren. Hm. Habt ihr den Hinweis mit dem andockenden Raumschiff nicht verstanden? Die helle Seite blendet euch. Ihr könnt nicht verstehen, was euch erwartet. Kommt zu mir, Jedi. Ich zeige euch, wie leicht man euch vernichten kann. Sehe ich nicht so. Nicht so lange ich da noch im Wörtchen mitzureden habe. So. Merkwürdig, merkwürdig, ne? Merkwürdig, merkwürdig, dass hier so viele republikanische Einheiten rumstehen. Blauanführer. Kampfsoldat. Okay. Müssen wir halt leider Gottes wieder jede Menge mehr oder weniger Unschuldige auslöschen. Hm? So ärgerlich das auch immer ist. So. Tja, wir könnten in beide Richtungen rein theoretisch laufen. Angriffsdroide. Alter, ganz schön viele hier. Alter, sowas viele. Das scheint erstmal keine so sonderlich gute Idee. Ist ja beinahe schief gegangen. Es wäre beinahe schief gegangen. So, da haben wir den Burschen schon, den wir brauchen. Wäre beinahe schief gegangen. Ich meine natürlich, das war genau so, wie ich es geplant habe. So. Da haben wir den ersten schon mal ausgeschaltet. So, dann werden wir aber tatsächlich mal in die Richtung zurücklaufen, denn dieser schmale Weg, den wir da durchlaufen können, wie es mir scheint, dürfte schneller gehen. Oder auch nicht, weil wir hier nicht durchkommen. Hm. Tja. Warum auch immer wir hier nicht durchkommen. Das eventuell erst auf dem Rückweg machen können? Schauen wir mal. Laufen wir erstmal zum Hauptziel und dann mal gucken. Eventuell kriegen wir ja die Gelegenheit nochmal. Hm? Lassen wir uns mal überraschen. So. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Oh, die stehen aber auch wieder weit auseinander hier, ne? Beenden wir das. Unverschämte Bande, sag ich da nur. So. So, mal gucken, wir können ja rein theoretisch. Ah ja, geht bloß hier lang. Es geht nur hier lang. So.
Wenn wir das mal im Nachhinein machen hier, ne? Die Steuerkonsole anzapfen. Obwohl, nee, können wir gar nicht. Wir müssen hier erst dran. Sagt mir je. Das grenzt da schon an einer Beleidigung hin. Oh, okay. So. Bisschen ärgerlich, wie gesagt, dass wir hier ausgerechnet Republikaner umhauen müssen. Also quasi unsere eigenen Leute. Das Gute ist, weil dadurch kommen wir jetzt auf dem Weg ganz normal noch an unsere Questziele ran. Sollten wir uns natürlich ein klein bisschen beeilen. Hm. Ja, damit der Boss hier nämlich dezent. Hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Hm. Kriegt da gleich noch mal eine extra Debuff ab. Das war nämlich der Plan gerade. Hm. Hm. Haben wir den nächsten erledigt. So, dann müssen wir mal gucken, was als nächstes lang geht. Genau, in die andere Richtung. Müssen wir nämlich zur Kommandobrücke, das hatte ich mir nämlich schon fast gedacht. Hm. Hm. Ah, stehen aber auch überall rum hier, ne? Stehen aber auch einfach mal überall rum hier. Hier kriegt man schon ein bisschen, wirklich ein bisschen den Feeling, dass man auf einem Militärschiff ist, ne? Bei der Anzahl an Truppen, die hier rumstehen. So, und da haben wir den nächsten Anführer. Ignorieren wir mal schön Regel Nummer 1, nur nicht im Feuer stehen. Ja, sehr schön. Nebenquest damit auch erledigt. So, dann schauen wir mal, was uns hinter Tor Nummer 1 erwartet. Waffen wir uns dezent nochmal? Ganz schön leer, die Brücke hier, ne? Die scheinen ihre ganzen Einheiten alle draußen also auf dem Flur positioniert zu haben. 12.000. Okay. Gruselig, das Cape. Eure Macht und eure Taktik haben euch weit gebracht, Jedi. Aber hier ist Schluss. Ganz schön gealtert, der Gute, ne? Dieser Kampf
war schon entschieden, als ihr an Bord gegangen seid. Legt euer Lichtschwert nieder und ich werde Gnade walten lassen. Gnade ist eine Schwäche, die ich schon lange abgelegt habe. Meine Seuche ist nicht nur eine Krankheit. Sie entzieht ihren Opfern Kraft. Mit den richtigen Ritualen kann diese Kraft kanalisiert werden. Bald wird mich die gebündelte Kraft eurer Meister zum stärksten Machtanwender machen, den es je gegeben hat. Ich glaube, da hat der Imperator noch ein Wörtchen mitzureden. Ne? Ich glaube nicht, dass er das zulassen wird. Verlasst diesen Pfad, Parkanas. Der Orden kann euch helfen. Parkanas Stark ist schon lange tot. Auch Vivekar ist nur eine weitere Hülle, die ich ablegen werde. Parkanas hat sich mir auf Malakur 3 dargeboten, um den Orden zu vernichten, der uns zerstört hat. Er hat meinen Geist verkörpert. Ich bin kein verlorener Jedi. Kein gewöhnlicher Lord der Sith. Ich bin Jarak Mohak. Also ein besessener Körper quasi, ne? Helft mir, dieses Monster aufzuhalten, Parkanas, oder ihr seid einfach nur ein weiteres seiner Opfer. Niemand kann mich besiegen. Ich bin stärker als das Fleisch. Stärker als der Tod. Ich will euch vernichten, Jedi. Und mit euren Überresten meine Wiedergeburt einleiten. Naja, mal gut, dass er abwartet und uns den ersten Zug machen lässt, ne? Bis hierher ist unser Ruf wohl noch nicht durchgedrungen. Alter! Okay. Mir scheint, ich hab was übersehen. Okay, das müssen wir nochmal versuchen. Müssen wir tatsächlich mal gucken, ob wir da irgendwas nochmal reindrücken müssen zwischen. So. 18 Sekunden Abklingzeit. Mir scheint, wir müssen wahrscheinlich irgendwas unterbrechen, ne, wo ich nicht drauf geachtet habe. So. So, dann werden wir nochmal ganz kurz meditieren, damit wir unsere Machtkraft wieder auffüllen. Dann versuchen wir das Ganze nochmal. Das ist immer so ein bisschen die Sache, wenn man sich nicht erinnern kann, wie die Bossmechaniken waren. Da passiert das durchaus mal, dass man halt, wie gesagt, wie hier. Ja, so müssen wir das nämlich machen. So wird nämlich ein Schuh draus. Genau. So wird dann nämlich ein Schuh draus. Haben wir einfach mal eben übersehen, das zu unterbrechen. Ne? Aber wie es bei den Jedi schon ist, man lernt aus seinen Fehlern. Ne? Beeindruckend, Jedi. Vielleicht hättet ihr sogar triumphiert, wenn mein Sieg nicht schon feststeht. Meine Seuche ist schon weiter verbreitet, als ihr euch vorstellen könnt. Die Meister in der ganzen Galaxis erliegen hier, während wir hier sprechen. Die Seuche bindet diese Meister an mich. Hunderte von ihnen. Herz und Seele des Ordens. Das bedeutet im Klartext, wir müssen irgendwie seinen Geist neutralisieren, ne? Weil wenn die Wurzel nicht mehr da ist, kann die Seuche nicht mehr weiter sich ausbreiten. Befreit die Meister Mohrak, jetzt! Und wenn ich mich weigere, werdet ihr uns dann töten?
Tötet mich und ihr tötet jeden Meister, den ich infiziert habe. Jeden. Selbst die geschützten Meister sind noch an mich gebunden. Aber welche Wahl habt ihr? Ihr könnt mich nicht am Leben lassen und ich kann nicht sterben. Euer Schutzritual wirkt bei mir nicht. Ihr seid verloren. Naja, wir werden ein nächstes nobles Opfer bringen müssen, ne? Pakanas wird auf jeden Fall von euch erlöst werden, Morak. Wenn meine Stärke zurückkehrt und seines Jahre, ich werde euch zerstören. Ich lebe noch. Ihr habt mich verschont. Ich muss zugeben, dieser Ausgang überrascht selbst mich. Mein Geist ist jetzt klarer, aber es war eure Pflicht, mich zu töten und Morhak zu zerstören. Ja, eigentlich ist es klar, ne? Es ist der Weg der Jedi. Es müsste ihm eigentlich klar sein, dass wir nur so entscheiden könnten. Wir haben schon zu viele Jedi verloren, so wie Pakanas Tag. Ja, Pakanas war verloren. Aber vielleicht verdient er noch eine Chance. Ich kann nicht zum Orden zurückkehren. Aber Tythons Wälder sind voller Verstecke. Ich kann dort Frieden finden. Ich könnte heimkehren. Aber hört mir erst zu, Jedi. Nehmt diese Warnung als Dank für mein Leben. Ihr könnt dem Orden nicht vertrauen. Und auch nicht der Republik. Vielleicht seid ihr jetzt ihre Heldin, aber sie werden auch euch fallen lassen. Denkt daran. Ist leider viel Wahres dran, ne? Er hatte eine Vision von Palpatine wahrscheinlich. So. Ich würde mal sagen, das Holo-Gespräch werden wir in der nächsten Folge annehmen. Kleiner Cliffhanger für die nächste Folge. Und ja, dann schauen wir mal, wo es uns als nächstes wieder hinführt, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, gerne Däumchen hinterlassen. Ich freue mich nach wie vor auch über jeden, der den Weg in unsere kleine Community findet, ne? Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr den mögt. Dahin, ciao, ciao und möge die Macht mit euch sein.